Einen wunderschönen guten Tag. Guten Morgen kann ich nicht mehr sagen. Es ist schon 11.37 Uhr. Ich habe nämlich frei und ich habe den Tag ganz produktiv genutzt. Ich habe mich hingelegt und habe noch mal 1,5 Stunden geschlafen bis jetzt, bis 11.37 Uhr. Also ich bin seit 5 Minuten wach oder so. Oh, das war so schön, das war so schön. Und ich könnte noch mehr schlafen. Aber El Calvino kommt gleich von der Schule und ich wollte Essen machen, was ich auch nicht wirklich machen muss, denn ich muss es nur warm machen. Ich hatte noch serbische Bohnensuppe eingefroren, die habe ich aufgetaut und die muss ich nur warm machen. Und dazu gibt es Toast. Einfach den toasten wir und dann dippen wir den. Ja, der kleine Murmel. Geht's gut? Ich war, bevor ich mich schlafen gelegt habe, war ich schon mal eben duschen. Deswegen habe ich noch ein bisschen nasse Haare. Aber die sind schon so ganz leicht getrocknet vorm Schlafen. Oh, das tat so gut. Und ich bin aber immer noch müde. Ich könnte noch mehr schlafen. Das mache ich bestimmt auch nachher. Smurfy, komm mal hier. Ja, der hat mit mir geschlafen den ganzen Morgen. Also der hat den ganzen Morgen geschlafen, nicht nur 1,5 Stunden. Und jetzt gehe ich gleich mit ihm eine Runde, wenn wir gegessen haben. Oder wir gehen mit ihm eine Runde. Ja, ansonsten geht es mir gut, außer müde. Aber das ist ja nichts Neues, ne? Ja. Eigentlich wollte ich heute mein Schwangerschaftsupdate drehen. Sonst mache ich einfach irgendwann, das so war meine Schwangerschaft. Und nicht mehr so zum Beispiel Woche 5 bis Woche 10, sondern einfach, so war meine Schwangerschaft. Jetzt muss ich mal eben gucken, was Smurfy da macht. Smurfy? Ey, gehst du hier weg? Geh ab. Er hat nämlich heute gesehen, dass hier dieser Becher drin ist, womit man das Waschpulver portionieren kann, ne? Hör auf. Den darfst du nicht haben. Komm. Komm, wir gehen raus. Du Schlawiner. Ja, ach so, unsere Bettwäsche. Die wäscht auch nämlich. Ich habe nämlich auch heute Morgen unser Bett abgezogen. Und muss das nachher beziehen. Da ist das Süppchen. Das ist so lecker. Da freue ich mich richtig drauf. Na, wir waren jetzt schön draußen und ich habe Salat geerntet. Ich zeige euch den. Den muss ich nur ganz gründlich waschen. Nicht, dass da irgendwelche Läuse oder so drin sind. Aber das ist ja selbstverständlich. Jetzt machen wir hier noch 2 Salatherzen. Die sind etwas kleiner. Und ganz viel Pflücksalat durfte ich ernten. Das ist nur ein bisschen von diesem Roten oben drauf. Der Rest ist alles grün. Und wir haben noch mehr. Und ich habe gesehen, hinten die Zucchini-Pflanze, die explodiert. Wir haben ja vorne 2 Zucchini-Pflanzen und hinten eine. Und ja, die sind mega voll mit Zucchini. So, dann fange ich mal an zu waschen. Ey, gehst du da runter? Aber ganz schnell, runter! Runter. Ab, los, ich kann dich nicht heben. Geh runter. Runter. Ist das runter? Was macht er immer dann? Ich kann dich nicht heben. Jetzt hast du mich auch noch dreckig gemacht. Geh runter. Ab. Los. Los. Erst buddelt er im Garten und dann hier auf meinen Neonpullover. Hm, egal. So, und jetzt wollte ich schon mal den Salat hier in die Box reinmachen. Der Calvino kommt sofort. So. Zack. Dann können die Läuse schon mal nach oben schwimmen. Also ich habe jetzt wirklich jedes Salatblatt einzeln abgewaschen
Und da waren sogar zwei Nacktschnecken drin. Ich habe fast gebrochen. Die hat Calvino dann aus der Spüle hier rausgeholt. Die sind jetzt hier im Komposteimer drin. Die bringe ich nachher auf den Kompost. Also da ist jetzt wirklich nichts mehr dran an diesem Salat. Nur noch Salat. Und schaut mal, was ich entdeckt habe. Da sind Germknödel drin. Die hatte ich mal gemacht und eingefroren. Und ja, die mache ich mir jetzt gerade. Da habe ich so richtig Bock drauf. Oh, da freue ich mich schon. Die sind schon so angetaut. Das dauert nicht mehr lange. So 10 Minuten ungefähr, dann kann ich die gleich essen. Mmh, so lecker. Ich mache immer hier das Pflaumenmus mache ich immer daneben. Normal ist das ja da drin. Aber da hatte ich schon oft, dass das beim Kochen dann rauskommt. Deswegen gibt es das separat. Schön mit Mohn und Zucker und Margarine so ausgelassen. Oh, herrlich, das lasse ich mir jetzt mal schmecken. Ich habe jetzt tatsächlich noch mal eine Stunde geschlafen auf dem Sofa. Mit Calvino, der hat nicht geschlafen. Meine Güte, Leute, ey, das ist ja nicht normal. Doch, das ist normal. Das hatte ich bei Calvino auch in der Schwangerschaft. So, und jetzt wollte ich hier den Kühlschrank auswaschen. Einmal alles hier. Alles abnehmen, einmal alles raus, einmal alles durchwaschen, sortieren. Hier und hier. Das geht mir so auf die Zwiebel hier. Das mache ich jetzt mal eben. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sí que estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sí que estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Oh Leute, ich habe es geschafft. Gott sei Dank, ey. Das hat eine gefühlte Ewigkeit gedauert. Und am allerschlimmsten war diese Schublade da unten. Die habe ich rausgeholt, um da drunter auch sauber zu machen. Boah, und ich habe mich so aufgeregt, weil ich die nicht wieder reingekriegt habe. Oh, ich war kurz davor, alles kaputt zu brechen da in diesem Kühlschrank da unten. So, wie ihr sehen könnt, es ist jetzt ja immer noch voll hier. Ja, egal, aber es ist jetzt sauber wieder. Hier sind jetzt so Sachen, die noch alle zu sind auf Vorrat. Hier ist noch Käse und so vegetarischer Aufschnitt und so. Hier ist alles angefangene. Das ist nämlich total praktisch, wenn man das so in so einer Dose hat. Die sind jetzt vom Ikea hier. Und wenn wir dann frühstücken, zum Beispiel sonntags, schön alle zusammen, dann nehmen wir einfach die Kiste und stellen die auf den Tisch und räumen das alles wieder da rein und schieben die Kiste hier rein. Nur irgendwann mit der Zeit ist alles durcheinander. Und dann muss ich das wieder alles machen. Ja, so sieht es jetzt aus. Heute Abend gibt es Schnitzel bei uns. Die machen wir. Smurfy aus. Los, fein. Die machen wir. Und zwar, das macht der Bernd, wenn er von der Arbeit kommt, weil ich kann das nicht so gut. Die müssen nämlich ausgerollt werden. Die sind so, wie so ein Teig ist das. Und dann werden die paniert und dann werden die gebraten. Dann ist das wirklich wie Wiener Schnitzel. Also wir schmecken da echt keinen Unterschied. Und da mache ich dann gleich schon Kartoffelecken zu. Und den Salat habt ihr ja schon gesehen. Smurfy, aus. Hör auf. Lefzentiger. Lefzentiger. Lefzi Pupefzi. Au, du bist müde. Mach Schläfchen. Ja. So sieht das aus. Hier ist noch Krautsalat, den der Bernd gemacht hat. Und oh mein Gott, der ist so lecker. Der ist richtig lecker. Hier habe ich jetzt Obst reingemacht. Hier ist noch eine halbe Ananas und eine halbe Honigmelone. Da unten ist Gemüse. Ja, der Eisberg hatte schon bessere Tage, aber ich dachte, den kann man ja noch essen, deswegen schmeiße ich ihn noch nicht weg. So, Leute von heute. Dann habe ich noch was entdeckt. Nämlich den Alpro-Joghurt, der abgelaufen ist im Mai.
Und wir haben noch so viele Erdbeeren. Und da sind schon so ein paar unschöne Stellen. Und die schneide ich jetzt alle ab. Und dann gibt es heute Abend Erdbeeren mit Vanillepudding als Dessert. Das mache ich jetzt mal eben. Wie schön du das machst. Da, das werden die Schnitzel. Oh, soll ich das schon mal umdrehen? Das sieht schon so. Lass Entschuldigung. Ich mach selber, geh bitte. Ich mach. Oh Mann. Nee. Danke. Warum nimmst du noch eine Gabel? Was denn? Ich nehme immer eine Gabel. Deswegen machst du das. Na, viel runter. Sorry. Geht's? Oder hast du jetzt Blasen am Penis? Ja. Noch einen Teller packen, oder? Ja. Den wollte ich gerade schon hier hinstellen. Hier sind die Backofenkartoffeln. Die sind einmal. Ach so, der ist das. Ja, okay. Ja, ich habe den normalen Krautsalat auf den Tisch gestellt. So, die sind einmal mit Gewürzen hier, die Kartoffeln. Knoblauch, Paprika edelsüß, Salz und weiß ich nicht, sonst ist was, glaube ich. Und die sind halt ohne Gewürze. Dann decke ich jetzt schon mal den Tisch. So, und hier werden die dann gerollt, die Schnitzel. Und da ist die Panierstation. Ich halte mich jetzt zurück, damit ich nicht wieder. Alles gut. Ja. Zuschauer mal erzählen, dass das Kochbuch bald fertig ist. Ach so, genau, das Kochbuch. Ist das bald fertig? Ja, ich werde es bald ein bisschen geben. Okay, also. Viele warten ja schon von euch auf das Kochbuch von uns. Boah, das haben wir jetzt doch. Das hat ein Jahr fast jetzt, ne? Sitzen wir da dran. Ja, aber wir haben nicht ununterbrochen geschrieben, ne? Wir haben halt viel auch was anderes gemacht. Wo ist fein, ja. Du bist auf dem Tisch. ja, und wenn das fertig ist, dann ja, werdet ihr das hier erfahren. Und dann verlosen wir auch welche, ne? Was machen wir dann? Genau. Von unseren Kochbüchern. Die Fragen werden schwer. Die Fragen werden schwer? Nein. Ja gut, ich würde jetzt das Video beenden. Und würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen und Bernd, möchtest du noch was sagen? Nein, wir haben mega Hunger und wollen aufs Sofa. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss!